kommst denn du hier rein? Na, ich bin Paula, die Ältere in der Kirchenbau. Hier, unter dem Weihwasserbecken, da ist mein Nest. Herr Winkelmann, darf ich dich was fragen? Natürlich, komm noch näher. Ich bin ja so aufgeregt. So viele Leute habe ich 2 Jahre lang hier nicht mehr in der Kirche sehen dürfen. Und wie hell heute alles strahlt. Ja, wir haben hier alle Lampen extra für unser Jubiläum durch moderne Leuchtmittel ersetzt. Das war ganz schön teuer. Aber dafür erstrahlt unsere Kirche nach einem halben Jahrhundert wieder wie neu. Genau, vor 50 Jahren. Ich war ja dabei, als Herr Erzbischof Josef Schneider dieses Gotteshaus neu eingeweiht hat. Ich bin nämlich von der alten Kirche, die viel zu klein geworden war, mit hierher umgezogen. Ich habe mich in der Aktentasche von Herrn Pfarrer Hame versteckt, unter seinem Käsebrot. Du kannst dich also noch gut an Pfarrer Hame erinnern? Aber ja, vor allem an die vielen, vielen Modelleisenbahnen im Keller des Pfarrhauses. In einem Wagen bin ich immer heimlich mitgefahren. Das war schön. Und damals gab es noch 2 Gottesdienste hier am Sonntag. Und immer 10 Ministranten. Ja, die haben damals gewetteifert, wer von ihnen das Weihrauchfass schwingen darf. Das hat hier drinnen geduftet. Ich war immer ganz beschwingt davon. Das weiß ich auch noch. Kanntest du auch seinen Nachfolger, Pfarrer Josef Renner? Natürlich. Er hat höchstpersönlich diese beiden Wandstrahler installiert, damit unser Kreuz besser zur Geltung kommt. Und mich hat er einmal aus meinem Sonntagsschläfchen aufgeschreckt. Mitten in der Predigt hat er eine Handvoll Münzen auf den Boden geworfen. So ein Geklirre, so ein Schreck für mich. Nach ihm kam Pfarrer Paterlin. Oh ja, der trug immer ein schönes, goldenes, glänzendes Gewand. Und im Winter, da hat er immer ganz fürchterlich gefroren. Ja, aber wer steht denn heute hier am Altar? Den Herrn hier in der Mitte, den kenne ich. Den habe ich nämlich im Heinrichsblatt oft gesehen. Ich knabber nämlich gerne das Heinrichsblatt zum Nachtisch an. Aber Ehrenwort, lieber Herr Erzbischof, Ihr Foto habe ich noch niemals angeknabbert. Ganz großes Eckenheider Mäuse-Ehrenwort. Und unseren leitenden Pfarrer Zibura hast du sicher auch schon einmal hier gesehen. Natürlich, einmal auf jeden Fall. Und ich kenne ganz gut den Pater Jimmy, weil er so gerne singt und Musik macht. Genauso wie Pater Joe Übelmesser oder Herr Stützendörfer. Das verbindet uns alle. Und Pfarrer Kunze singt auch gerne, aber er kann auch wandern und bergsteigen. Und er hat hier am Altar wunderschöne feste Knoten geknüpft. Und Pfarrer Andreas ist ein großer Marienverehrer. Und darum liebt er unsere Kirche ganz besonders. Da gibst du mir gleich ein Stichwort, denn ich darf an Pfarrer Andreas Hornung das Wort zur Begrüßung des Erzbischofs und der geladenen Gäste übergeben. Oh.
Vertriebene, die Kirche war zu klein und deshalb wurde sie vor 50 Jahren neu gebaut. Die Kirchenmaus hat das schon alles schön geschildert. Und wir danken heute dafür, dass vor 50 Jahren unsere Vorfahren die Initiative ergriffen haben und die Kirche, so wie wir sie heute haben und in der wir jetzt diesen Jubiläumsgottesdienst feiern dürfen, bauten. Wir danken allen, den Pfarrern damals, wir danken den Kirchenpflegern, wir danken den Verwaltungsräten und den Pfarrgemeinderäten. Und wir danken den früheren und wir danken vor allem den heutigen. Gottesdienst und Kirche, damit sie erhalten bleiben als Gebäude und damit sie mit gottesdienstlichem Leben erfüllt werden, dafür braucht es immer viele, die Geistlichen, die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu braucht es die Ministrantinnen und Ministranten. Schön, dass ihr heute Morgen da seid und den Gottesdienst mitmacht. Und sie, die beiden Frauen, möchte ich nochmal besonders erwähnen und dankbar sein, dass sie den Dienst von Stab und Mitra machen. Ja, ich danke den Mesnern, ich danke allen, die Kirche lebendig erhalten, auch Organisten und Chören, vergelt's Gott, dass sie den Gottesdienst so schön mitgestalten. Danke den Lektoren, den Kommunionhelfern. Kirche sind immer viele und Kirche lebt aus der Gemeinschaft der vielen. Deshalb seid ihr auch, die Kerwer Burschen und Madel, wichtig. Ihr sollt Kirche leben und Kirche, die wird geformt im Gottesdienst durch die Sakramente. Aber dann soll Kirche im Alltag lebendig sein und Leben bringen, in guter Gemeinschaft, die füreinander da ist, wo man sich miteinander freut und wo man auch Leid und Enttäuschungen und Rückschläge verarbeiten kann, miteinander in guter Gemeinschaft. Das sind die Vereine wichtig. Schön, dass die Vereine auf Flagge zeigen mit ihren Fahnen. Ich wünsche uns heute einen schönen Tag, einen schönen Festtag und Eckenheit eine gute Zukunft. Amen. Ebenfalls vor 50 Jahren ist aus den vielen selbstständigen Gemeinden eine Großgemeinde der Mark Eggenthal entstanden. Sie können heuer ebenfalls ein Jubiläum feiern. Und dazu möchte der dritte Bürgermeister Felix Zosel ein Grußwort sprechen. Ich bitte alle, die jetzt noch sprechen, sich kurz zu fassen. Jetzt schon Dankeschön. Liebe Gläubigen der Pfarrei Maria Unbefleckte Empfängnis, liebe Gäste, das Jahr 2022 verbindet unsere Marktgemeinde ganz besondererweise mit der Pfarrkirche. Feiern wir doch beide in diesem Jahr unseren 50. Geburtstag. Als Bürgermeister bin ich ganz besonders stolz und glücklich über die enorme Vielfalt hier in Eggenthal. Das gilt ganz besonders auch über die kirchlichen Einrichtungen im Allgemeinen und ganz im Besonderen über die Kirche hier in Eggenheid. Als 1964 die kleine Kirche in Eggenheid nach 30 Jahren für viele neue Gläubige zu klein wurde, hatten die Kirchengemeinde damals den Mut, in einer überwiegend evangelischen geprägten Gegend groß zu denken und nach der Pfarreigründung 1965 auch gleich den Kirchenneubau mit seinem Pfarrzentrum anzugehen. Und hier sehe ich starke Parallelen mit der politischen Gemeinde Mark Eggenthal, für die ebenfalls damals mutigen Menschen eine wichtige Entscheidung getroffen haben und somit den Grundstein für eine wachsende Gemeinde gelegt haben. In den vergangenen Jahrzehnten ist hier eine lebendige Gemeinde entstanden mit vielen verschiedenen Gruppen und Aktivitäten für alle Altersklassen, vom Kleinkind bis zu den Senioren. Und so wünsche ich Ihnen und allen zu Ihrem besonderen Jubiläum, dass Sie sich diese Vielfalt erhalten und mutig in die Zukunft blicken, gemäß Ihrem Motto, Ort der Begegnung, Ort für alle. Vielen Dank.
Eggenheid hat ja mal landkreismäßig zu Lauf gehört. Karin Marmsel spricht für die Stadt Lauf. Sehr geehrter Herr Erzbischof Dr. Schick, liebe Mitglieder der Pfarrgemeinde Marie Unbefleckte Empfängnis, sehr geehrte Damen und Herren Festgäste, erst seit 50 Jahren prägt dieser rote Backsteinbau der neuen Kirche das Bild des Gemeindeteils Eggenheid. Aber nicht erst seit 50 Jahren gehören auch die kleinen Ortsteile Bärbach und Neuenhof aus der Stadt Lauf nach wie vor zum Kirchensprengel des Pfarrdorfes Eggenheid. Und gleichzeitig mit der Fertigstellung des Neubaus im Jahr 1972 war die ehemalige Gemeinde Eggenheid in den heutigen Markt Eggental eingegliedert worden. Deren damaliger Bürgermeister Georg Henfling war auch stellvertretender Landrat des damaligen Landkreises Lauf. Die enge Verbindung zwischen den politischen und Kirchengemeinden Lauf und Eggenheid besteht demnach ebenso seit über 50 Jahren. Hinter der Kirche verbirgt sich eine aktive Gemeinde mit großem Einzugsbereich. Nicht zuletzt habe ich auch dazu einen ganz persönlichen Bezug, denn hier in Eggenheid, damals noch in der alten kleinen Kirche, gingen schon meine Großeltern, meine Mutter und meine Tante zum Gottesdienst. Sie kamen zu Fuß aus dem evangelischen Eschenau herüber, wo ich heute wohne. Dieses 50-jährige Kirchenjubiläum ist nun eine gute Gelegenheit, ein großes Dankeschön zu sagen. Und das will ich an dieser Stelle im Namen der Stadt Lauf und natürlich im Namen unseres Bürgermeisters Thomas Lang gerne tun. Mögen die bestehenden Verbindungen weiterhin Bestand haben, sich ausbreiten und die Orts- und Stadtteile miteinander vernetzen. In diesem Sinne gratuliere ich ganz herzlich zum 50-jährigen Bestehen und wünsche der Pfarrgemeinde die Kraft und den Segen Gottes für einen erfolgreichen Weiterbau in den kommenden Jahren. Vielen Dank. Ich bitte jetzt den Julian Traub ans Mikrofon. Er spricht für den Seelsorgebereich. Er ist der Vorsitzende des neu gewählten Seelsorgebereichs. Julian, bitte. Sehr geehrter Herr Erzbischof Ludwig Schick, liebe Festgemeinde, am heutigen Tag können wir auf die Einweihung vor 50 Jahren zurückblicken. Seitdem hatte die Pfarrei eine sehr bewegte Zeit mit vielen unterschiedlichen Angeboten. Darum möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, all den Ehrenamtlichen zu danken, die unsere Pfarrei durch ihr Engagement bereichert und geprägt haben und weiterhin durch ihr Handeln voranbringen. Vielen Dank auch an Sie, Herr Erzbischof Ludwig Schick, dass Sie diesen Festgottesdienst heute mit uns gefeiert haben. Jetzt bitte ich die Vertreter der Eggenheider Gemeinde um ihr Grußwort. Wir haben auch vom Erzbischof gehört, wie wichtig Vereine in so einem kleinen Ort wie Eggenheid sind, der doch hier dann das Leben auch mitbestimmt. Zuerst für den Siedlerbund. Wer spricht hier? Herr Bachmeier, unser stellvertretender Landrat. Ja, und dann für die Kerberburg. Und es ist mir eine besondere Freude, dass so viele gekommen sind, wird Christian Beth sprechen. Sehr geehrter Herr Erzbischof, liebe Kirchengemeinde, sehr geehrte Damen und Herren. Als Vorsitzender des Siedlerbundes Eggenheid darf ich, man soll sich ja kurz fassen, die Glückwünsche und alles, alles Gute zu diesem Jubiläum überbringen. Ich will aber kurz anfügen, dass diese Kirche, dieses Bauwerk sozusagen ein wichtiger Meilenstein war, auch gerade für die Siedler, die herkamen, hier Heimat fanden, hier ihre Häuser bauten und dann eben auch ein geistiges Zentrum bekamen. Dass dies möglich war, dass dies auch gefördert worden ist, unterstützt worden ist und mitgetragen von allen, ist, denke ich, sehr bedeutend. Ich darf heute zum 50. Jahrestag etwas überreichen, was in den nächsten 50 Jahren sicher gut wachsen wird. Eine Stechpalme, angepasst an das heutige Klima, was wir haben, an die Hitze, gut für die Vogelwelt. Und ich denke, Herr Winkelmann, Sie finden sicher gute Verwendung hier in dem Gelände von dem Baum. Und ich darf Ihnen Ihnen anvertrauen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen, guten Festtag. Vielen Dank, dass auch ich hier sprechen darf. Ich wurde ein bisschen überrascht. Kurzfassend ist kein Problem, außen wird ein Fass Bier warm. auch sehr geehrte Erzbischof Schick,
sehr geehrte Festgemeinde, sehr geehrte Kirchengemeinde, auch natürlich von den Kerberbaum Eckenhalt alles Gute zu 50 Jahre katholische Kirche in Eckenhalt. Wir sind ja heute zu Gast bei Freunden und gute Freunde bringen sich immer eine Kleinigkeit mit und deswegen haben wir ja ein bisschen Kerberbaum, ich sag mal, zu einer schönen Scheibe umfunktioniert. Zur Erinnerung an 50 Jahre katholische Kirche in Eckenheit, von den Kerberbaumen Eckenheit. Und außen natürlich noch ein Fass Freibier für alle, die gerne möchten. Und wir freuen uns, hier sein zu dürfen und wünschen allen noch einen schönen Tag und eine schöne Zeit. Vielen Dank. Und jetzt bitte ich Pfarrer Schlitzendörfer um sein Grußwort. Liebe Schwestern und Brüder, lieber Erzbischof, 50 Jahre katholische Kirche, Mariä unbefleckte Empfängnis. Da feiern wir als evangelische Christen in Eckenheit gerne mit. Viele Gemeinsamkeiten, eine sehr gute ökumenische Zusammenarbeit und große Freude bei der Verkündigung des Evangeliums verbinden uns. Vor 2 Wochen haben wir zusammen im Kerberzelt einen schönen Gottesdienst gefeiert. In 4 Wochen werden wir beim Dorffest wieder einen schönen gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst feiern in geschwisterlicher Gemeinschaft. Die jüngere Kirche, die Friedenskirche Eckenheit, hat, um die Geschwisterlichkeit zu betonen, eine Kirchenglocke, nämlich ihre größte Glocke, die Christusglocke, nach demselben Ton gestimmt wie hier die Glocke in Mariä unbefleckte Empfängnis. Geleitet vom liturgischen Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe, das die beiden Konfessionen miteinander verbindet. Ich erinnere mich gut daran, wie wir draußen gelauscht haben, auf welchen Ton die Glocke hier gestimmt sind und der Glockensachverständige, meine Frau und ich gesagt haben, das ist es. Überhaupt, es gibt einen guten Klang zwischen den evangelischen und katholischen Christen hier in Eckenheit. Wir feiern immer wieder miteinander Gottesdienste. Viele gemeinsame Gottesdienste habe ich mit Bianca Lebküchle in den Schulschlussgottesdiensten hier gefeiert. Der Weltgebetstag der Frauen mit modernen Klängen oder unsere ökumenischen Pfingstmontagsgottesdienste. Gelegenheit zum Miteinander Gottesdienstfeiern finden sich im ganzen Kirchenjahr für uns Pfarrerinnen und Pfarrer, Priestern und Gemeindereferenten. Und deswegen fühle ich mich auch ein ganz schönes Stück heimisch hier, wenn ich hier in diesem Gotteshaus bin und Gottesdienst mit euch feiere. Es ist auch keine große Sache, dass unsere evangelische Jugend hier unten Heimat gefunden hat im Jugendraum oder wenn ich in ein paar Wochen wieder mit dem Dorfladen hier bin zur Mitgliederversammlung und der Dorfladen hier unten einfach zu Gast sein kann. Klasse, dass es so ein gutes ökumenisches Miteinander gibt. Wir gratulieren ganz herzlich unseren Schwestern und Brüdern der katholischen Kirchengemeinde zum 50. Jubiläum Mariä unbefleckte Empfängnis, wünschen, dass noch viel Lebendigkeit ausgeht vom Evangelium Jesu Christi und gerne stimmen wir immer wieder freudig das Loblied an. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinen Namen. In ökumenischer Verbundenheit für die evangelische Kirchengemeinde im Namen meiner Frau, Pfarrerin Hedwig Stinzendörfer und von mir und dem Kirchenvorstand. Vielen herzlichen Dank für die guten, kurzen Grußworte. Ich will mich jetzt auch kurz fassen. Für alle im Boden wurde gedankt. Unser Erzbischof hat seinen Dank ausgedrückt. Aber ihm möchte ich noch einmal ganz herzlich danken für die Gestaltung dieses Gottesdienstes, für seine Worte, für den Mehrwert, der im Glauben liegt, in der Kirche liegt. Das haben Sie spüren lassen, dass es darum geht, das zu erfahren. Und als Dank möchte ich Ihnen ja, die Festschrift geben,
von der Sie ja schon gehört haben und ja selbst ein Grußwort auch reingeschrieben haben, aber Sie wissen noch nicht, was da alles drinsteht. Und das spiegelt eben das schöne, vielfältige Leben bei Ittenheim wieder. Stellvertretend dafür möchte ich Herrn Otto Bauer danken, seine Frau danken, Herrn Winkelmann danken und auch seine Frau danken. Einmal für die Kirchenmaus, die ganze Geschichte, aber auch für die Erstellung der Festschrift und für das Mitwirken, aber auch eben auch, dass die Frau manchmal im Hintergrund vieles abfangen müssen und vieles im Hintergrund auch mitbewirken, dass die Männer, aber sie selber auch da eben in der Kirche sein können. Zum 50. gratuliert man zunächst einmal. Das tue ich heute auch hier, der Eckenheiter Maria Unbefleckte Empfängnis dieser schönen Kirche. Und ich danke allen, die die Kirche gebaut haben, sie bis heute erhalten haben und mit Leben erfüllen. Und ich wünsche natürlich auch den Gläubigen, aber auch ganz Eckenheit eine gute Zukunft. An Gottes Segen ist alles gelegen, der schenkt seinen Segen und dann gibt es auch eine gute weitere viele Jahre währende Zukunft in Glück, Frieden und Segen. Das wünsche ich Eckenheit von ganzem Herzen. Immer froh und heiter, singt bei Tag, singt bei Nacht. Immer froh und heiter, weil es euch glücklich macht. Liebet, liebet, lachet, freut euch auf der Welt. Lebet, liebet, lachet, so wie's euch gefällt. Hier habe ich jetzt unsere Kirchenmaus aus Eggenheid, aus der Eggenheider Kirche, die Gabi Bauer. Gabi, wie hat dir das ganze Festgottesdienst, das ganze Umfeld heute, die ganze Feierlichkeit gefallen? Ja, ich darf sagen, ich bin hellauf begeistert.
Nach all der Aufregung, nach all den Anstrengungen war das heute ein gelungenes Fest. Ich fand, alle waren glücklich hier in der Kirche und ich habe eine heitere Atmosphäre gespürt. Schön war ja, dass unser Erzbischof gekommen ist und auch gesagt hat, ich predige, dafür verzichten wir lieber auf die zweite Lesung. Und das hat die Kirchenmaus dann auch sehr, sehr gern so gemacht. Für mich war es ein bisschen Aufregung, weil unmittelbar vor meinem Auftritt das Mikrofon nicht mehr ging. Aber ich glaube, jeder hat mich verstehen können. Und jetzt freue ich mich einfach, dass wir hier alle noch beisammen sind, dass der Männergesangsverein noch so schön hier das Fest außen untermalt. Und ich sage einfach Danke an allen, die da waren.